Da. Du führst eine physische Attacke aus. Attackewert 170 zusätzlicher. Zusatzeffekt Schaden über Zeit. Wow. So. Dann machen wir auf in die nächste Quest. Wir lernen den Sprung. Eine typische Technik eines Dragoons. Und wir lernen den Dragoon. Und wir bekommen den Dragoon-Kristall. Ah, das Auge des Drachen. Das machen wir doch. Ah, du bist es. Du kommst wie gerufen. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ein Freund von mir braucht Hilfe. Und du weißt vielleicht, wenn man den Finsterwald Richtung Nordwesten durchquert, gelangt man zu den steil aufragenden Gebirgsketten von Quertas. Eingeschlossen von zerklüfteten Graten liegt der Stadtstaat Ishgard und dort ist er. Ishgard hat sich lange von der Außenwelt abgeschottet, um alle Kräfte auf den Krieg gegen die Drachen zu konzentrieren. Deshalb haben viele Abenteurer zwar schon Ritter aus Ishgard gesehen, doch das Land selbst ist den meisten fremd. Das heißt aber nicht, dass es keine Verbindung mit den anderen Stadtstaaten gibt. Ich habe angeboten, dass wir Leute vom Klageregiment schicken, wenn es denn so dringend ist. Aber das hat er entschieden abgelehnt. Er ziehe einen Abenteurer vor, der nicht viel von den politischen Verflechtungen der Städte zu tun hat. Es muss eine äußerst prekäre Angelegenheit sein. Mehr weiß ich auch nicht. Alles andere wird man bei deiner Ankunft mitteilen. Ob recht viel dabei für dich herausspringen, kann ich dir aber nicht sagen. Oh, es wird weitaus mehr für mich da rausspringen. Wie sieht's aus? Der Mann heißt Alberic. Er wartet am Observatorium für ätherische und astrologische Phänomene in Quertas auf dich. Quertas! Wir müssen nach Quertas. Wie kommen wir da hin? Jetzt mal ernsthaft, wie kommen wir da hin? Kann man da hinfliegen? Ätheritenplatz. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Platz war. Jetzt, da gibt's eine Quest. Soll ich die nachgehen? Ich nehme die erstmal auf jeden Fall an. Auge des Drachen, unsere nächste Quest. Wie komme ich jetzt nach Quertas? Das wäre das erste Mal, dass ich dahin reise. Vielleicht komme ich hier jetzt mit einem Luftschiff dahin. Ich schau mal, ob das klappt. Ja, aber
Wie komme ich da hin? Mache ich mal kurz eine Pause. Bis gleich. So, wieder zurück und wow, wir haben eine weite Reise vor uns, Leute. Ernsthaft, also ich werde euch in der Reise mitnehmen. Wir werden den Fußweg benutzen und wir werden alle Kristalle aktivieren, die auf dem Weg liegen. Denn ich möchte, dass ihr bei der Reise dabei seid, weil es ist ein weiter Weg. Erstmal müssen wir durch das nördliche Tanalan zu Mordonna. Ich glaube, es gibt einen einfachen Weg, aber ich weiß den gerade nicht so. Ich werde auch jeden Kristall, den ich berühre, als Heimatpunkt registrieren, falls ich durch irgendetwas getötet werde. So, wir müssen nämlich jetzt durchs nördliche Tanalan, wo ich noch nie war. Dann habe ich diesen Kristall wohl noch nicht. Als Heimatpunkt. Blauer Dunst. Interessant. Wir lernen mal Tanalan kennen. Also wir müssen jetzt hier hin. Das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein Riesenspaß. Ich hoffe wirklich, dass wir keine Gegner... Also ich denke mal, dass die Gegner einen hohen Level auf uns warten. Da sehen wir sie doch schon. Level 49, hallo. Ja, die sind im Level einfach höher als wir. Wir sollten sie wirklich nicht ärgern. Ah, da ist ein Basilisk, Schnell weg, weg. Oh. Wir sollten noch nicht hier sein. Deswegen nehme ich euch mit auf die Reise, weil es wird lustig. Wir gehen einfach zum nächsten Kristall. Und das alles nur, um Dragoon zu werden. Es gibt bestimmt einen einfachen Weg. Aber mir fällt gerade keiner ein. Das fliegt nichts hin. Vielleicht eine Fähre. Ja, aber... Ach komm, wir machen die Reise. Wir harmonisieren hier überall. Wir werden Leute kennenlernen, die wahrscheinlich denken, was macht so ein Low-Level hier? Was ist, soll das? Alter. Und weiter geht die Reise auf nach Mordonna. Aber ich habe schon öfters Gebiete durchwandert, wo man eigentlich im Level den kürzeren zieht. Raubans Trutz. Wow. Leute, wir sollten nicht hier sein. Alter, wir sollten ganz und gar nicht hier sein. Alter. Au, 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 au. Paralyse. Nein, nicht Paralyse. Nicht Paralyse. Alter, eine Maschine. Schnell an ihm vorbei. Ah, der hat uns entdeckt, Ach, der hat uns entdeckt. Ohne Scheiß, nach Koertas müssen wir. Alter. Ich sollte nicht hier sein. Hm.
Sieht friedlich aus. So, weiter geht's. Ah! Hi! Woohoo! Werden sowas und sterben. Alter, müssen wir da wirklich lang? Bitte nicht wehtun! Ich bin ganz brav! Ah, hier sind aber auch nur Gegner! Ich kann nirgendwo stehen bleiben! Ich will mal gucken auf der Karte, aber hier gibt's nur Gegner. Oh, Feldbereich, yay! Wir sind so am Arsch. Nein. Sackgasse! Sackgasse! Ah! Weg hier! Mobul! Nein! Oh, ich sag euch ja, das wird lustig. Davon ist noch ein Gegner. Schnell weg hier, Alter. Ich kann wirklich nicht stehen bleiben. Alter, wie geil! Da hinten ist wieder ein Kristall. Da haben wir mal eine kurze Schnaufpause. Diese Stelle sieht mir aus wie der Krater bei The Walking Dead. Wollt ihr mich verarschen? Da geht's zum zentralen Tanalan. Ernsthaft. Da geht's eindeutig zum zentralen Hochland von... Ah, da muss ich ja auch hin. Okay, wir sind bald da, Leute. Ah, ich dachte, wir sind bei Tanalan, aber na, Quatsch. Was laber ich da? Da geht's lang, da müssen wir hin. Quertas! Unsere ersten Schritte auf Quertas. Also das Gebiet von vorne war ich schon mal. Oh, es ist ein Eisgebiet. Und die Gegner werden wieder etwas schwächer. Das beruhigt mich. Hi. Schneewolf. Oh, ein Schneegebiet. Wunderbar. Quertas ist also ein Schneegebiet. Krokodil. Alter, mit einer Attacke mal eben 236. Oh, Olm. Lasst mich einfach nur leben. Alter, holy moly. Ja, wir haben es bald geschafft. Wir sind gleich da. Wer nie von uns verlangt. Und guck mal, die Gegner werden auch wieder schwächer. Ah, wir sind gleich auf jeden Fall da. Also um Dragoon zu werden, muss man ja unglaubliche Höllenqualen leiden. Da ist er! Alberic! Boah!
Du wohnst in einer verdammt beschissenen Gegend. Du bist also die Abenteurerin, die Ivan mir schickt. Mein Name ist Albrecht Bale, Ritter von Ishgard. Kommen wir gleich zur Sache. Der größte Schatz Ishgards, das Auge des Drachen, wurde gestohlen. Wir brauchen deine Hilfe, um es zurückzubekommen. Der Täter ist Ritter Estinien. Ritter dem Namen nach, doch nicht der Gesinnung. Er hat mit dieser Tat den Papst hintergangen. Wie kann er nur? Eine unverzeihliche Sünde, gefährlich und verantwortungslos. Normalerweise diene ich in einer Kirche in Ishgard. Hier an der Grenze zu Gridania kenne ich mich deshalb nicht so gut aus. Am besten sprichst du einmal mit der Torwache Logedarell? Vielleicht weiß er, wohin Estinien am ehesten geflohen sein könnte. Und bitte eile dich, denn Estinien... Doch das tut nichts zur Sache. Jedenfalls benötigen wir das Auge des Drachen so schnell wie möglich zurück. Estinien trägt eine rabenschwarze Rüstung. Du solltest ihn daher leicht erkennen können. Und bitte bewahre Stillschweigen über diese Sache. Sie ist von höchster Brisanz. Okay. Ich habe immer noch das Gefühl, das sollte hier nicht sein. Gegner mit Level 45 und so. Na gut, jetzt sind es ja wieder 36, aber auch. Wohin jemand aus Ishgard wohl fliehen würde, fragst du? Wem bist du denn auf der Spur, einem Heretiker? Aber was geht mich das an? Also, ich würde mich ja nach Gridania absetzen. Dort leben ebenso viele Edelsen wie hier. Also ist es ein leichtes, dort unterzutauchen. Wer nach Gridania will, muss an Florentels Wachturm im Nordwald vorbei. Dort ist ein Soldat des Klageregiments namens Idristan stationiert. Er hat ein wachsames Auge und kann dir vielleicht weiterhelfen. Euer Ernst. Euer Ernst. Ach! So gelangt man also nach Coertas. Interessant. Interessant. Okay. Wir hätten einfach von hier aus nur nach da reisen müssen und dann wären wir da. Interessant! Wahnsinn! Da hinten kämpft ein Schokobo. Ja, die sind... Warte mal. Bekämpft das Vieh mal. Glaube, es ist stark. Oh, wir haben bald keine Supertränke mehr, sehe ich gerade. Ich werde mir demnächst welche kaufen. Oh, das erste Mal, dass ich Tränke kaufen muss. Nur weil ich mich mit sowas angelegt habe. Alter Falter. Mach ich nie wieder. So, mir sind die Tränke ausgegangen.
Okay, gehen wir erstmal zu diesem Camp. Damit ich hier auch jederzeit wieder hin kann. Denn ich werde mich teleportieren. Wie immer. Oh, ein Donnergator oder was? Nein, ein Domigator! Okay, Domi hat's auf mich abgesehen. Hilfe! Angriff des Let's Players oder was? Ein Domigator. Muss ich mir merken. Oh, jetzt sind zwei Domigatoren hinter mir her. Ach du Scheiße. So. Den Kristall aktivieren und dann einfach teleporten zum Herbstkürbis-Ding. Auch nicht weit von hier eigentlich. Aber ich habe keinen Bock jetzt zu gucken, wo ich da lang reiten muss. Ihr habt bestimmt euch schon gedacht, warum läuft der so umständlich? Der kann ja von hier, vom Herbstkürbis hier aus laufen. Ja, das muss mir mal auch jemand sagen. Okay, der hat es vielleicht gesagt und ich habe es vergessen. Deswegen habe ich gehofft, dass es dann nochmal steht, von wo aus man am einfachsten reinkommt. Da hätte ich mir ja denken können. Läufst du mal weiter, danke. Ich hätte hier auch weitergehen sollen am besten. Du bist nicht mein Quest. Meine Quest. So. Du bist auch eine ganz andere Quest. Und du bist mein jetziger Auftrag eigentlich. Ob ich einen Ischgarder Ritter in schwarzer Rüstung hier vorbeisausen sehen habe? Du stellst Fragen. Aber ich fürchte, ich kann dir nicht weiterhelfen. So ein Ritter wäre mir mit Sicherheit aufgefallen. Wer hat dich zu mir geschickt? Logedanrel? Dann solltest du vielleicht noch einmal mit ihm reden. Ihr wollt mich verarschen. Eindeutig. Ihr wollt mich verarschen. Will ich damit reden? Nein, will ich nicht mit interagieren. Ich will auch überall und alles und jedes erdenkliche Monsterchen mit mir kuscheln und mich töten. So. Ah, hier hätte ich hergemusst. Und dann wäre ich da um die Ecke und dann da gewesen. Ah, muss man aber auch erstmal wissen. Oh, ich glaube, als nächstes nach Final Fantasy 7 kommt Final Fantasy 6 als Let's Play dran. Der Magitek, der hat es mir gerade angetan. Der Flüchtling ist im Nordwall nicht gesehen worden, aber das würde ja bedeuten, dass er immer noch in Ischgard weilt. Das erscheint mir töricht, es sei denn, er hatte hier noch etwas zu erledigen. Da fällt mir ein, dass ich heute Morgen aus Richtung der Grotte östlich von hier Rauch aufsteigen gesehen habe.
Normalerweise rastet dort wegen der vielen Xal aber niemand. Jemand, der etwas zu verbergen hat, aber am besten siehst du einmal nach, ob du dort etwas Verdächtiges findest. Ein Lagerfeuer zum Beispiel. Alles klar. Oh, aber die Gegend ist schön. Das heißt, es wird auch nicht lange dauern, dann kommen wir storytechnisch hierher. Obwohl ich glaube, ja, nicht. Oh. Oh, Xal. Oh nein. Aber auf Level 30. Erstmal runter von dem. Spürst deine feindliche Präsenz. Alter, was soll das? Ja, der ist weg. Jetzt noch das kleine Vieh hier. So, interagieren. Und was jetzt? Müsste er auftauchen. Oh. Hat man mir also einen Bluthund auf den Hals gehetzt? Bist wohl aufs Kopfgeld aus, was? Was? Das Auge des Drachen? Es reagiert auf dich. Aber das ist doch unmöglich. Wer zur Hölle bist du? Dein Gesicht merke ich mir für unser nächstes Treffen. Und jetzt tisch ab zu deinem Herrchen. Wahnsinn. Und das lernen wir, den Sprung. Eine Dragoon-Technik. Ja, das werde ich später machen. Ich weiß zumindest, dass es hier Gegner gibt, die ja, in meinem jetzigen Bestarium drin stehen. Könnte das mein neuer Boss sein? Mein neuer Anführer? Weil er ist ein Dragoon, der hier nicht. Du hast einen Ritter in einer erstklassigen schwarzen Rüstung in den Himmel springen sehen. Aber dass das Auge auf dich reagierte, es kann doch kein Zweifel keinen zweiten erwählt haben. Ich sehe schon. Ich muss dir wohl die ganze Geschichte erzählen. Weißt du, das gestohlene Auge des Drachen ist nicht einfach nur ein Edelstein. Es ist eine unheimliche Reliquie, die dem intelligentesten, stärksten unter den Rittern von Ishgard eine besondere Kraft, die Kraft des Drachen, zuteil werden lässt. Derjenige, der einmal die Kraft des Drachen erwacht, erfährt eine überwältigende Stärke, die ihm sogar den Kampf mit dem Drachen erlaubt. Azur-Drachenreiter nennt man solche Krieger. So azurblau wie der Himmel, den die schuppigen Geschöpfe beherrschen. Der Azur-Drachenreiter wird von jedem, der es nicht werden konnte, mit heimlichem Neid betrachtet. Für Ishgard jedoch ist er ein Licht der Hoffnung. Und der schwarze Ritter, den du an der Grotte gesehen hast, ist eben derjenige, der das Auge des Drachen gestohlen hat. Und außerdem ist er mein Schüler, Azur-Drachenreiter Estinien. Estinien ist vom Weg des Ritters abgekommen. Dafür trage ich als sein Lehrer die Schuld. Ich muss ihn um jeden Preis zur Vernunft bringen und das Juwel zurückholen. Und dazu brauche ich deine Hilfe. Das Auge des Drachen scheint nämlich noch einen weiteren Empfänger seiner Macht erwählt zu haben.
diese zweite Azurdrachenreiterin bist du, Helena Leonard. Du hast doch gesagt, dass Estinien erschrocken war über die Reaktion, die das Drachenauge in deiner Anwesenheit zeigte. Und hier beseitigt den letzten Zweifel. Ich habe hier einen Dragoon-Kristall, den Kristall der Drachenreiter. Und ich habe bemerkt, dass auch er mit der Kraft des Drachens resoniert, die in dir schlummern muss. Er glimmert in seltsam beseeltem Licht, wenn du in der Nähe bist. Hier, dieser Kristall kann die Kraft erwecken, die dem Auge des Drachen innewohnt. Für mich besitzt er keine Funktion mehr, doch für dich ist er unentbehrlich. Du musst wissen, vor langer Zeit war ich Azur Drachenreiter. Ich glänzte auf dem Schlachtfeld, tanzte den tödlichen Reigen, doch dann verlor ich meine Kräfte. Was ich einst gehütet hatte als sprudelnden... Die Kraft des Drachen ist in dir erwacht, obwohl du nicht einmal aus Ishgard bist. Es kann immer nur einen Azur-Drachenreiter geben und doch erwählte die Kraft dich als ebenbürtige Zweite. Wenn jemand Estinien aufhalten kann, dann du. Tu es! Ich verlange nicht, dass du es umsonst machst. Als Dank sollst du die Geheimnisse erfahren, die nur den Azur-Rittern weitergegeben werden. Von Generation zu Generation. Lerne die Drachenkraft zu nutzen und spüre Estinien auf. Es mag dich ein zäher fordernder Kampf erwarten, wenn du ihn dennoch auf dich nehmen willst, sag es mir bald. Ich werde sehen, wann die Zeit gekommen ist, da du bereit bist, bereit dafür bist. Du kannst von nun an Aufträge für den Job Dragoon annehmen. Den nächsten Auftrag erhältst du, sobald du Stufe 35 als Dragoon-Pikenierin erreicht hast. Yay! Dragoon freigespielt! Die Kraft des Drachen in dir erstärkt. So, dann wollen wir mal mich zu einem Dragoon machen. Und ich sehe nicht viel anders aus. Meine Kampfhaltung ist immer noch die gleiche. Aber ich finde es cool, dass man den Atem sieht, dass der so kalt ist. Hier sind bestimmt Level 50 Freibriefe. Ne, 35. Okay. Das ist ein Level 35er Gebiet. Ich bin nun ein Dragoon. Yay! Ich habe das Gefühl, gerade wurde mein komplettes, komplettes Kampfarsenal irgendwie rausgeholt. Oh, das muss ich gleich noch alles ändern. Ah, nein. Ich habe das doch so schön sortiert gehabt. Zum Beispiel der Fehler, den brauche ich nicht mehr. Reißende Klauen, weiß ich jetzt nicht. Was kann das? Nein. Finte brauche ich nicht.
Na, das muss ich noch machen. Zusammenbasteln. Das war's auf jeden Fall jetzt erstmal. Wir sind Dragoon. Es hat auch 2 Stunden gedauert, bis ich es geschafft habe. Für euch war es nicht so lang. 6 Parts insgesamt, glaube ich. Jo. Könnt ihr hinhauen. 6 Parts. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zwineter.